Hallo und herzlich willkommen zu deiner Monatslegung für den Monat Mai. Schön, dass du wieder da bist oder auch schön, dass du das erste Mal zuschaust. Ich schaue, jetzt bin ich gerade kurz in meinem Kopf eingeschlafen. Ich schaue, was dein Hauptthema für den Mai ist und dann schaue ich, was denkt und fühlst du zu deinem Herzensmenschen in der Liebe und was denkt und fühlt dein Herzensmensch zu dir. Okay, hier ist noch Unordnung von der Legung davor. Es tut mir leid, habe ich vergessen. Ich hoffe natürlich, dir geht's gut, lieber Schütze. Und wir fangen gleich mal an. Wenn du keine Lust hast, kannst du natürlich gerne vorspulen, bis ich alles ausgelegt habe. Davor passiert nichts Spannendes. Genau. Wer sagt, das interessiert mich, aber ich verstehe es nicht oder... Genauso ist es bei mir diesen Monat. Aber was hilft mir, was kann ich persönlich da machen? Ich stecke hier irgendwie fest oder sowas. Oder keine Ahnung. Dann, ihr könnt mich immer anschreiben. Ich biete ja auch persönliche Legungen an. Genau, da müsst ihr mich einfach auf Instagram anschreiben. Das steht aber unten in der, ich kenne mich nicht aus, ich glaube Infobox. Mich da echt schlecht aus. Genau. Und dann erkläre ich euch, wie das funktioniert. So. Jetzt haben wir hier gleich mal ausgelegt. Wow, jetzt wird mir richtig kalt. Jetzt wird mir richtig... Wow, jetzt habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Keine Ahnung, warum. Aber nur auf der rechten Seite. Komisch. Okay, liebe Schütze, dann fangen wir doch gleich mal an. Was ist denn dein Hauptthema? Super. Ich wollte was super Schönes. Was ist das für ein Hauptthema? Okay, es könnte positiv bedeuten, wir haben nämlich den Turm. Das ist so ein da-da-da. Tut mir jetzt echt leid, aber so ist es für mich. Gerade in meinem Kopf gewesen. Wir haben den Turm. Der Turm ist Rückzug. Ich wollte erst das Positive sagen. Der Turm ist Selbstständigkeit. Der Turm kann eine Selbstständigkeit bedeuten oder auf eine Selbstständigkeit hinweisen. Und vielleicht macht sich hier jemand selbstständig von euch. Das wäre natürlich sehr, sehr positiv. So. Weil der Turm heißt alleine. Und das Negative vom Turm ist sich alleine fühlen, sich abkapseln. Es geht schon tatsächlich auch in diese depressive Richtung. Vielleicht fühlt man sich auch einfach, als müsste man irgendwie alles alleine schaffen. Vielleicht kann man auch gerade schlecht irgendwie Arbeit abgeben. Oder vielleicht nimmt einem auch tatsächlich gerade keine Arbeit ab. Boah, mir ist so kalt. Ich weiß nicht, ob bei euch irgendwas los ist oder woher das jetzt kommt. Mir ist so kalt, ich habe so Gänsehaut. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Es ist nicht kalt hier. Boah. 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 Okay. Okay. Ich möchte eine Klärung zum Turm. Nein. Ich war noch nicht mal am Durchmischen. Manchmal rede ich auch mit mir selber. Kann auch mal passieren. So, ich bin ein sehr ironischer Mensch, gell? Ich hoffe, ihr versteht mich und denkt euch nicht, was ist mit der los? Was stimmt nicht mit der? Auf jeden Fall geht es mir besser als letzten Monat. Ich glaube, ihr merkt das. Letzten Monat, boah, es ging gar nichts mehr. Trotzdem habe ich die Legungen gemacht. So sehr liebe ich euch da draußen. So, also, jetzt bitte eine Klärung zum Turm für meine Schütze. Hauptthema im Mai. Ganz interessant. Ganz interessant, ganz anders, als ich jetzt dachte, kam mir aber jetzt direkt eine Sache rein. Es gibt hier Dinge, die anderen Spaß machen. Ja, die euch vielleicht auch ein bisschen Spaß machen. Die dir auch ein bisschen Spaß machen, lieber Schütze. Aber es ist nicht dein Hobby, es ist das Hobby von jemand anderem oder es gibt jemand anderem tatsächlich richtig viel und du tust so,
als würdest du das auch gut finden, als wäre das auch aus tiefster Seele dein Hobby. Also, lass uns mal ein Beispiel finden. Ja, du gehst nicht joggen. Du warst noch nie in deinem Leben joggen. So, weil du bist einfach, du magst joggen nicht. Jetzt kommt hier irgendjemand, der sagt, wow, ja, ich jogge gern. Magst mitkommen, magst mitkommen? Und du sagst so, ja klar, komme ich mit zum Joggen. Warum eigentlich nicht? Und beim Joggen merkst du schon, ist jetzt nicht so deins, aber irgendwie kommst du aus der Nummer auch nicht raus. So was ist das tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das raubt dir extrem viel Kraft. Es geht einfach nur darum, dass du Dinge tust, die du gar nicht tun möchtest, und die rauben dir extrem viel Kraft, lieber Schütze. Ich hoffe, das ist jetzt so geklärt, aber das ist das, was mir reinkam. Okay, dann gucken wir mal. Was denkst du zu deinem Herzensmenschen, Schütze? Du denkst, dass du gerne hier mal was Neues machen möchtest, was Neues erleben möchtest, neu starten möchtest. Hier soll mal ein kleiner, ein frischer Wind muss hier mal rein. Und den frischen Wind möchtest du ganz konkret mit einer Reise, die dir dann aber Klarheit zu deinem Herzensmenschen bringen soll. Das ist ein Wunsch von dir. Und den würdest du auch gerne umsetzen. Und das spukt dir im Kopf rum, weil du dir zu irgendeiner Sache vielleicht nicht so ganz klar bist. Interessant, lasse ich mal so stehen. Okay, was fühlst du zu deinem Herzensmenschen? Ja, sehr schön. Entschuldigung, Entschuldigung, aber was ist das? Also. Ich kann ja nie böse sein auf deinen Herzensmenschen. Ich kann ja nur böse sein auf dich, lieber Schütze, weil was machst du hier noch? Ich kann mich erinnern, letzten Monat, glaube ich, war auch nicht so gut. Ich muss mal reinschauen. Ich muss selber auf YouTube jetzt mal reinschauen, was letzten Monat los war. Ich habe das Gefühl, ich sage den Schützen seit Monaten. Ich glaube, für die sind immer die Legungen gemacht, weil es gibt wahrscheinlich die glücklichen Schützen da draußen. Für die mache ich die Legungen anscheinend nicht. Bei mir kommt gerade den Kopf, dass ich immer negativ behaftete Schützelegungen habe, was die Beziehung betrifft. Ich kann mich ganz selten an eine positive Schützenlegung erinnern. Das stinkt mir eigentlich, weil jeder hat das verdient. Aber was tust du hier? Und warum wünschst du dir einen Neuanfang und eine Reise und auf Klarheit kommen, wenn du das fühlst? Du fühlst eigentlich extreme Belastung und du weißt, dass du hier schon längst, also das Interessante ist, wir haben hier das Kreuz. Und das Kreuz ist so, da muss man was lernen. So. Du weißt schon längst, was die Lektion wäre. Und das wäre wahrscheinlich die Trennung. Also kommt mir hier direkt rein, die Trennung wäre deine Lektion. Aber du windest dich wie eine Schlange darum, um dieses Ende. Nein, du fährst lieber nochmal in den Urlaub und du fängst lieber nochmal neu an. Tut mir jetzt echt leid, das ist richtig krass. Muss ich gleich über mich selber lachen, dass ich hier so hart werde. Aber dafür mache ich ja Kartenlegungen. Nein, es ist jetzt vorbei. Schluss mit drum und drum und num. Kann sogar sein, dass du fühlst, dass hier schon eine andere Frau im Spiel ist. Aber jetzt will ich mich da nicht auch noch reinsteigern. Könnte aber auch sein, muss ich dazu sagen. Und du weißt, dass dieses ganze Ding einfach falsch ist. Es ist einfach falsch, da wieder Energie reinzustecken, wieder Umwege dahin zu gehen. Und wieder das nicht zu beenden. Es tut mir leid. Ich bin gespannt, was beim Krafttier und beim Wal und beim rauskommt. So, der Mensch, was fühlt der zu dir? Was fühlt dieser Herzensmensch zu dir, wenn du so fühlst? Also erstmal hier, was denkt dieser Mensch zu dir? Also wir haben hier jemanden, der überlegt. Wenn es eine andere Frau schon gibt. Männer, liebe Männerschützen, männliche Schützen, die mir zuschauen, bitte immer Geschlechterrollen vertauschen, gell? Wenn es hier schon eine andere gibt, ich sage das jetzt einfach so, dann überlegt euer Herzensmensch hier, ja, soll ich mal jetzt dann bald mal die andere nehmen?
Und wenn, wäre das jemand, den euer Herzensmensch auch schon kennt? Das ist hier eine Freundin, die es schon länger im Leben wahrscheinlich gibt. Und überlegt, das mit euch zu beenden und zu dieser Freundin zu wechseln. So, das ist eigentlich die Kernaussage hier oben. Wenn es aber hier nicht um eine andere Frau geht, weil ihr das einfach wisst, dass das nicht so ist, dann empfindet. Ja, dann liegt hier der Hund, weil das einfach schon so ein freundschaftliches Ding irgendwie zwischen euch ist. Und was anderes verstehe ich jetzt gerade hier nicht. Und es, ja, euer Gegenüber macht sich auch Gedanken hier, das Ganze, wie es ist, mal zu verändern. Genauso wie ihr hier, verändern. Und auch gleichzeitig dem Ganzen mal ein Ende zu setzen. Aber das sind die Gedanken. So, was fühlt euer Gegenüber zu euch? Also ich glaube, was euch hier so viel Kraft kostet, liebe Schützen, ist hier oben ein Vorspielen. Also jetzt weiß ich, was das hier ist. Ich weiß es jetzt ganz, ganz genau und es kann nicht anders sein. Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, ob das so ist. Es kann einfach nicht anders sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Friss dich einen Besen, sage ich euch. Oh, ich bin voll in Fahrt. Ich weiß schon, warum die Gänsehaut, weil es einfach eine große Scheiße ist. Muss ich jetzt echt mal sagen. Es raubt euch einfach nur noch Kraft, weil das nur noch gespielt ist. Das ist nicht mehr echt. Das ist alles schon falsch und alles, was toll ist und ist nicht echt. Und das raubt natürlich Kraft. So, okay. Was fühlt der Mensch zu euch? Der Mensch fühlt Probleme. Entweder hat euer Gegenüber, euer Herzensmensch, Probleme damit, sich zu öffnen, über seine Probleme zu sprechen. Aber da es ja hier zu den Gefühlen zu euch rübergeht, ist hier irgendwie ein Problem vorhanden, in dem, dass ihr hier irgendwas nicht offen klärt oder gar nicht mehr so offen zueinander seid. Entschuldigung, ich juck's. Aber dass der andere irgendwie gar nicht mehr weiß, der eine nicht mehr weiß, was im anderen los ist, das könnte ein Problem sein und das stört euer Gegenüber auch. Das ist hier einfach tatsächlich ein Problem. Oder euer Gegenüber hat irgendwie ein Problem, weil ja jeder von euch weiß, könnte man sagen. Und das kann man doch jetzt nicht einfach beenden, weil ihr seid ja schon stabil und auf euch kann man ja schon aufbauen. Und ihr seid ja eigentlich toll. Also eigentlich seid ihr toll, liebe Schützen. Das weiß euer Partner schon, euer Herzensmensch. Aber ja. Genau. Ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Ich lasse es jetzt mal so stehen, weil ich nehme hier voll langsam die aggressiven Vibes an. Das will ich ja gar nicht. Kraft hier für meinen Schützen. Ende aus. Nashorn. Überwinde jedes Hindernis. Ja, bitte. Bitte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zahl 41. Vielleicht bringt euch das was. Überwinde jedes Hindernis. Aber weil das bei euch so schwer ist diesen Monat und es eh schon so schlecht läuft, schaue ich mal kurz noch rein, ob es da, also was ich euch da noch mit auf den Weg geben kann. Hier 41. 41. Es macht ja heute richtig Spaß. Ich bin richtig dabei. Bin wieder voll am Start. Überwinde jedes Hindernis. Wenn ein Hindernis vor dir auftaucht, hast du die Wahl. Du kannst dagegen anstürmen und dir den Kopf einrennen oder du suchst den besten Weg, um es zu umgehen. Hast du dich der Erschöpfung in deinen Versuchen, ein Hindernis zu durchbrechen? Hast du dich erschöpft in deinen Versuchen, ein Hindernis zu durchbrechen? Bestehst du unbelehrbar darauf, dass es nur eine Möglichkeit gibt, es aus dem Weg zu räumen? Der Geist des Nashorns will dir sagen, dass die Antwort manchmal ja lautet. Ein anderes Mal jetzt noch nicht und ein drittes Mal nicht so, wie du es gerne hättest. Öffne dich für neue Wege und du wirst feststellen, dass sich andere Optionen auftun. Nicht jeder Konflikt ist es wert, dass man sich auf ihn einlässt. Und nicht jedes Hindernis verdient es, dass man ihm trotzt. Verschwende nicht deine Energie damit, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Ja, ich verstehe das Prinzip. Und ich glaube, da schwingt bei mir dieses mit, man möchte immer noch dem Gegenüber, den Menschen im Außen, Tante, Schwester, Tochter, Vater, Partner, irgendwas vermitteln. Aber manchmal, also so kommt mir das hier bei euch rein, aber manchmal,
Ihr könnt ja jede Entscheidung treffen. Ihr müsst den anderen da ja nicht davon überzeugen, weil die euch nicht fragen, warum ihr das denn so macht und warum ihr euch denn das so wünscht, die sind es gar nicht wert, diesen Nashornweg zu gehen. Sondern macht doch einfach leise euer Ding und dann die irgendwann sagen, hey, was machst du da? Warum machst du das, wie du das machst? Das sind die Menschen, in die dürft ihr dann eure Energie reinstecken, weil die wollen wirklich was von euch wissen. So, Krafttier haben wir. Wal haben wir noch nicht mal. Okay. Okay. Einen Wal. Okay. Da muss ich immer an Wale denken. Schönen Zahnwal. Hatten die Wagen vorher schon. Öffne dich für den Flow. Das osmotische Wissensfeld. Alles, was du brauchst, liegt auf deinem Weg, wenn du ganz im Hier und Jetzt bist und dich mit allem verbunden fühlst. Lote dich aus, indem du dich auf dein Ziel fokussierst. Folge inneren Eingebungen und äußeren Zeichen. Neues wartet. Also bleib im Fluss und kämpf nicht mehr gegen diese Mauern an, wo du eh schon 100 Mal dir das Horn angestoßen hast. So, noch eine Happiness-Karte. Das ist eine Mini-Botschaft. Mini-Mini. Erfolg. Erfolg. Schlüssel, Erfolg. Der Erfolg wird sich einstellen. Sagt mir, muss ich euch sagen, wenn ihr einen anderen Weg einschlagt. Lasst die einfach alle links liegen, wo ihr euch hier die Energie so. Die eure Energie kosten und ich gleich wieder Gänsehaut bekomme. Das ist ja furchtbar, echt. Also, liebe Schützen, das war's. Schaltet nächsten Monat wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht's es gut. Ciao!